wahrscheinlich die. Diese Krampf! Diese Krampf hier sind verdammt schnell! Oh, ernsthaft? Ich wurde zweimal ineinander eingefroren? Gibt's doch nicht, ey. Doch! Bei Roller. Nee, bei Magicka. Oh. Flo, du lebst die ganze Zeit. Oh, da unten lebe ich. Ich musste gerade einen Schluck zu trinken nehmen. Oh, danke fürs Einführen. Ah, hier ist wieder aus. Locker. Wo ist das Locker? Wahrscheinlich brauchen wir Feuer, ne? Oh, Mann. Ups. Da oben ist ein Baumstamm. Ja. Am Tor. Ich möchte leben, ihr habt alle den Zauber bereit. Ach so, oh warte. Sag doch was. Moment. Lebst du wieder? Ja. Ja, ja. Ich bin tot. Ich hab noch gerade Cooldown. Schön, wie wir beide gleichzeitig das Ding aktiviert haben. Ja, ist auch keine schlechte Idee gewesen. Wir sind ja auch Brüder. Wahrscheinlich muss man hier oben beim Feuer was machen, aber. Was ist da oben beim Feuer? Sorry. Weiß nicht. Es ist eigentlich schon schlimm genug, dass wir uns diesen komischen Bildschirm so komisch teilen müssen. Ja. Es wäre viel einfacher, wenn man die Kamera mal denjenigen folgen würde, der dort ist. Ich bin tot. Ich habe aber leider nicht mitbekommen, was sie gesagt haben. Also, ist so. Es ist zu voll hier. Ja. Einmal wiederbeleben, bitte. Ach, du lebst doch nur. Ach, stimmt, ich lebe ja schon. Oh. Alter, diese blöde. Ey, wir sind auch noch so stark. Ich werde mit dir, wir müssen dich von hinten mit dem Stromschlag töten. Oh, da oben lebt dich ja schon wieder. Mann, ey, ich sehe das auch immer nicht, dass ich lebe, ey. Das ist echt doof. Die sind jetzt auch gerade hinüber? Ja, fast. Hi. Ja, danke fürs Killen. Wieder. Bitte. Na ja, gut, ich hab's. Aber seid ihr sicher, dass wir mit Strom hinten an. Ja, ohne Grund ist es ja nicht so schwer, trocken zu bleiben, oder? Ja, stimmt. Oh. Ich muss mich dringend gegen Strom schützen. Ich bin immer noch zu. Ja, ich hab Cooldown, wir haben alle Cooldown hier. Ich hab gerade wieder gelebt, aber. Das war der falsche. Oh, ey, das ist so unmöglich. Ich verstehe das Spiel nicht. Wir passieren so viele Dinge. Einmal wiederbeleben gleich, wenn ihr bereit seid. Danke. Ich hab das Gefühl, wir müssen irgendwas mit. Ah, oh, das ist schon tot. Au! Wiederbeleben! Oh nein, jetzt hab ich das wieder da, ich schon auf mich gemacht. Och nee, ey. Oh mein Gott. Letztes Mal. Ja. Irgendwas mit am Tor machen. Irgendwas müssen wir ja langsam unternehmen. Der Baumstamm ist so. Wagt so raus. Baum, Holz, Feuer. Aber hier oben geht's vielleicht auch weiter, oder? Ja, vielleicht sollen wir nach oben laufen. Also auf dem Bild da oben ist es immer drauf gekritzelt, dass sie mit Strom gegen die Käfer kämpfen.
Also Männchen mit Strom. Okay. Wiederbeleben. Tu noch was, bevor du stirbst. Nicht töten! Okay, also Strom funktioniert echt gut gegen dich hier. Auch gegen mich, Flo. Ja. Oh ja. Wiederbeleben. Und wo lebe ich? Ah, da! Ey, das ist so behindert mit diesem Bildschirm. Also Feuer funktioniert anscheinend schon mal nicht, ne? Wiederbeleben. Wieder. Danke. Ach, da oben spawn ich erst wahrscheinlich. Gebt euch alle mal ein Stromschild und dann kassen wir nur noch Blitze, wa? Ja. Ach! Boah. Okay. Oh. Warum nicht gleich so? Also das Problem war ja nicht das Stromschild, das Problem war, dass wir ständig nass gemacht wurden, da könnt ihr keinen Strom casten. Ja. Wäre lustig, wenn das Tor auf uns draufgefallen wäre jetzt. Muss man einmal Feuer machen. Kann ich ja nicht drauflaufen? Hier gibt's. Das gibt aber dreckige Rache jetzt hier, ey. Oh, der löste sich gerade auf in dem Moment. Oh, was macht der denn da? Alter. Ja, ist der irre? Ach, den alten Sack haben wir auch gesucht. Geht da nochmal der Box ein bisschen leiser. Bitte. Könnt ihr uns töten? Puki Puki. Ist er jetzt ein Pirat? Wer ist ein Pirat? Der Vampir, der gerade am Haken. Ja. Er ist kein Vampir. Der Vampir, wie bitte? Es gibt keine Vampire in dem Spiel. Blasphemie! Ich verstehe ihn nicht. Kravafeska! Grandurora! Chim Chimini Chim Chim! Kommen jetzt schon wieder die Viecher? Ich hoffe nicht. Doch, die Böhmer ist doch. Aber wenn er so nass ist, dann hauen wir einfach gleich Elektroblitze rein da. Wir stellen ihm einfach eine Packung Karamellbonbons hin, die kriegt er nicht ausgepackt, dann ist er abgelenkt. Oh, eine große feindliche Krabbe. Ich glaube, das ist der Boss. Er hat meinen Arm erwischt. Und mein Bein. Und mein und Gesicht. Mein Gesicht. In your face. Ups! Das war ein ganz schön großer Kampf. Das hat er nicht kommen sehen. Nee. Das erinnert mich an den einen Film, wo der eine Schwarze anfängt, eine Rede zu halten, und dann kommt sie zu hinten so Hai aus dem Wasser und schnappt sich den Typen. Der weiße Hai vielleicht? Nee. Achso. Hört so einfach. Ja. Der lustige Hai. Ah, sehr schön. Hi. Ich bin erstmal durch für heute. Alter Schwede. Boah. Oder wollen wir trotzdem der Meinung, hat schwer eingestellt. Hm? Was? Pyromanenhaube haben wir gekriegt. Ja. Ja, nicht schlecht, ey, nicht schlecht. Oh. Ich will jetzt noch den Zettel und das Büchlein. Ja. Ich will noch wissen, was da drauf steht. Ja. Zu tun. Buch lesen. Vanir finden, anfreunden, Kind retten. Blatt. Wenn ihr über mehrere Möglichkeiten derselben. Ja, so, stimmt ja. So, was ist das denn überhaupt? Kritzelt einfach irgendwas auf ein uraltes, kostbares, magisches Pergament und lest es laut vor. Jetzt kann eigentlich jedem praktisch alles passieren. Aber gucken, was es macht. Oh. Wow. Aha.
Ach, das ist ein Zufallszauber, oder was? Scheint so, ja. Ups. Ja. Fantastisch. Haben wir noch irgendwas Neues? Nein. Oh! Was war das denn? Oh. Ich finde das aber trotzdem immer noch am besten. Ey, das ist überleben. In die Traufe, ey. Wie konntest du das denn überleben? Keine Ahnung. Hm. Scheinbar ist es. Ah, okay, es macht doch irgendwas Zufälliges. Ja. Wollen wir an dieser Stelle erstmal aufhören? Ja. Gut, ich mach nachher die Verabschiedung separat nochmal. So. Oder ich mach's jetzt nochmal. Ja, das war au, au, au. Das war au, au, das war au, au, au. Magicka 2, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jungs, sagt alle mal tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. Kanäle sind unten verlinkt. Immer schön reinschauen. Bis bald. Ja, in Kürze gibt es dann eine weitere Folge von Magicka 2 hier bei Let's Multiplay. Wir spielen das Kapitel weiter, beziehungsweise das Abenteuer weiter. Schaut bei dem Lego vorbei und auch bei Christian von Bros und Spiele. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst gerne ein Abo da. Bis bald, sagt Florian von Let's Multiplay.